Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr die XH2S von Fujifilm im Einsatz und ich habe ja damals schon ein Video gemacht, so eine Woche nach Release, wo ich die ausgiebig getestet habe und wiedergegeben, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Und das soll jetzt einfach mal so ein Jahres-Langzeit-Review sein, wo ich ein paar von den Punkten anspreche, die mir damals nicht gefallen haben und was aus denen geworden ist und euch einfach mal ein bisschen was darüber erzähle, wie mir die Kamera jetzt so seit einem Jahr gefallen hat. Eins vorweg, ich bin nicht von Fujifilm gesponsert. Ich habe die Kamera mit meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe auch nicht vor, die Kamera besonders gut oder besonders schlecht zu reden. Ich habe da kein Interesse dran. Ich bin auch kein Fuji-Fanboy oder so. Ich denke, Fanboy-Dasein nutzt immer nur einem was, und zwar der Firma, von der man Fanboy ist. Deswegen versuche ich das so gut es geht immer zu ignorieren. Auch Kommentare, die in die Richtung gehen übrigens. Das ist einfach nur ein Review, das Leuten, die an der Kamera interessiert sind und sich fragen, was hat sich nach einem Jahr getan, helfen soll, gegebenenfalls eine Entscheidung zu treffen. Damit so ein Review aussagekräftig ist, macht es wahrscheinlich Sinn, auch zu erwähnen, was ich in diesem einen Jahr damit fotografiert habe. Ich habe sehr viel Wildlife damit fotografiert, ich habe Landschaften damit fotografiert, viel so Familienfotografie, unsere Tochter habe ich damit fotografiert und ich habe auch viele Makros gemacht und dafür ist mir aufgefallen, eignet sich die Kamera ganz hervorragend, dazu aber später mehr. Mein Feeling nach einem Jahr ist, dass ich die Kamera sehr gern habe und sehr gerne benutze und tatsächlich meine X-T4 nicht mehr so gerne benutze. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht vor einem Jahr, denn wenn ihr euch erinnert, ich war wegen diesem PSAM-Rad so ein bisschen skeptisch, denn ich mochte eigentlich diese klassische Bedienung sehr. Jetzt nach einem Jahr, muss ich aber sagen, habe ich mich relativ angefreundet hiermit und die Vorzüge lieben gelernt. Ich werde später mal noch ein bisschen was zu meiner Buttonbelegung und wie ich dieses Rad hier belegt habe erzählen. Vielleicht ist das interessant für den oder die eine oder andere von euch. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr an das Bedienkonzept gewöhnt. Ich habe mich sehr an den Griff gewöhnt, denn ich kann einfach so mit der Kamera fotografieren, selbst mit einem etwas schwereren Objektiv. Und das macht mich sehr glücklich. Einer meiner Hauptkritikpunkte vor einem Jahr war ja, dass ich die ISO im manuellen Modus auf keins der Räder legen kann. Das wurde glücklicherweise mittlerweile behoben. Das ist sehr schön. Ich kann die ISO jetzt aufs vordere oder hintere Rad legen. Und das ist klasse. Was ein bisschen suboptimal ist, ich kann für Video und Foto keine separate Buttonbelegung machen. Das heißt, wenn ich die Blende, Verschlusszeit und ISO über Räder lösen möchte im Videobereich und nicht den Blendenring benutzen möchte wie im Fotobereich, dann muss ich einen Button belegen, um zwischen dem vorderen Rad hin und her wechseln zu können, zwischen Verschlusszeit und Blende, wenn die ISO auf dem hinteren Rad liegt. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber wer die Kamera im Einsatz hat und Video und Foto macht, der weiß wahrscheinlich genau, was ich meine. Die Haptik, hatte ich ja vor einem Jahr schon gesagt, ist sehr gut, alles fühlt sich sehr wertig an und das hat sich jetzt auch nach einem Jahr nicht geändert. Also alle Knöpfe funktionieren genauso gut wie am ersten Tag. Kein Knopf hakt irgendwie, nichts ist wackelig, das Display geht nach wie vor super snappy rein und raus. Alles ist so wie am ersten Tag. Leider ist auch der Joystick noch wie am ersten Tag und mit dem bin ich immer noch nicht so recht glücklich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein Montagsmodell erwischt habe oder so. Manche sagen, das wäre bei ihrer Kamera nicht so. Ich habe das Problem, der ist ja sehr soft. Der Joystick, der geht nicht so klickig wie bei der X-T4 und den anderen Modellen davor. Und dadurch, dass der so soft ist, weiß ich nicht, manchmal drücke ich den nicht fest genug und dann bewegt sich der Fokuspunkt nicht. Und manchmal drücke ich ihn dann fest genug, aber dann springt der Fokuspunkt direkt zwei Felder und nicht eins. Und ich habe es hin und wieder mal, besonders dann, wenn man schnell sein will und irgendwie ein Tier im Bild ist oder so, schwer, den Fokuspunkt genau dahin zu setzen, wo ich möchte. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich bin nicht pausenlos mit dem Fokuspunkt am Kämpfen, aber wenn es ein von 10 Mal passiert, und das ist genau in der Situation, wo man den Fokuspunkt gerade an der einen Stelle braucht, dann ist es schon nervig und hin und wieder passiert mir das noch. Ich würde mir da einfach ein etwas
klickigeren Joystick wünschen, der nicht so soft ist. Der Autofokus war für mich vor einem Jahr ja so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist der Autofokus sehr, sehr, sehr viel besser als bei jeder Fuji-Generation davor. Das muss man ganz klar sagen. Aber andererseits haben mich so ein paar Sachen gestört. Ich fand den zum Beispiel im Videobereich nicht so gut. Ich fand den vor allem, was das Tracken im Videobereich angeht, nicht so gut. Und ich fand auch, dass die Erkennung gerade bei so sitzenden Vögeln mal so und mal so war, meistens eher nicht so gut. Ich hatte da ja auch ganz viele Beispiele in meinem damaligen Video gezeigt. Da hat sich mittlerweile aber einiges getan, denn vor ein paar Monaten haben wir ein Firmware-Update bekommen und das hat die Kamera meiner Meinung nach auf ein ganz, ganz neues Level gehoben. Ich bin immer noch nicht 100% glücklich mit dem Autofokus, muss ich dazu sagen, aber dazu gleich mehr. Es werden jetzt viel mehr Dinge erkannt, die vorher nicht erkannt wurden. Sitzende Vögel werden sehr viel häufiger erkannt. Ich habe sehr viel häufiger dieses Gefühl, dass die Kamera jetzt Dinge erkennt, die sie vor dem Update definitiv nicht erkannt hätte. Weil jeder, der eine Kamera eine Weile benutzt hat oder ein Werkzeug im Allgemeinen, der fühlt sich ja so ein bisschen in dieses Werkzeug rein und weiß genau, was geht und was nicht. Man kriegt da ja irgendwann wie so eine Art Muscle Memory. Und wenn ich die Kamera auf Dinge halte, dann weiß ich immer schon ganz genau, okay, das trifft sie auf gar keinen Fall oder das trifft sie. Und ich hatte zeitweise das Gefühl, eine ganz neue Kamera in der Hand zu halten, weil die sich einfach nicht mehr so verhalten hat wie vor dem Update. Und zwar im Positiven. Die hat einfach viel, viel mehr erkannt, war noch deutlich schneller, also der Fokus wurde noch deutlich schneller ausgelesen oder erkannt, hatte ich das Gefühl. Aber nach wie vor habe ich ein großes Problem und das ist, dass Dinge erkannt werden. Wenn aber stark kontrastreiche Dinge wie zum Beispiel Grashalme oder Kanten von Bäumen oder irgendwie sowas im Vordergrund oder im Hintergrund von dem Tier sind, dann sehe ich im Foto trotzdem, dass das Auge beim Fotografieren grün angezeigt wurde. Später dass Dinge vor oder hinter dem Tier scharf gestellt wurden. Und ich kann mir keinen richtigen Reim darauf machen, warum das so ist. Es scheint so, als würde Kontrast priorisiert werden in manchen Situationen, was nicht so sein sollte. Denn dafür hat man ja das Tracking und dafür wird ja auch das Auge erkannt und grün gestellt. Aber immer mal wieder kann ich mich einfach nicht auf den Autofokus verlassen. Und das geht sogar so weit, dass ich mittlerweile dazu übergegangen bin, beim Fotografieren den Autofokus, den Tracking-Fokus auszustellen und im Single-Point noch ein paar Sicherheitsshots zu machen, was meiner Meinung nach nicht sein sollte bei einer Kamera, die all diese Modi hat und speziell ja auch für Wildlife ausgelegt ist. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man dann Fotos hat, die eigentlich schön wären, aber am Ende nicht im Fokus sind. Im Videobereich ist es definitiv auch besser geworden. Ich konnte zum Beispiel diesen Hasen hier die ganze Zeit filmen und wenn der mit dem Kopf in die Gräser gegangen ist, dann wurden die Ohren getrackt und wenn der wieder rausgekommen ist, ist es direkt wieder aufs Auge gesprungen und so ging das die ganze Zeit hin und her. Der Hase wurde nicht einmal aus dem Tracking geworfen und wurde die ganze Zeit perfekt getrackt. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das war alles nach dem Firmware-Update. Für Menschen ist der Autofokus nach dem Firmware-Update auch noch schneller und noch besser geworden und da würde ich sagen, kann man sich mittlerweile fast zu 100% auf die Kamera verlassen. Da habe ich wirklich absolut nichts zu meckern. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Shot nicht erwische, dann ist es immer meine eigene Schuld, aber definitiv nicht mehr die Schuld vom Autofokus, wenn ich Menschen fotografiere. Und wir haben eine sehr, sehr quirlige kleine Tochter, die ist immer extrem schnell unterwegs. Und die habe ich selbst mit Blende 1.4 an dem 23er Wildrox, was noch nicht mal so ein schnelles Objektiv ist, regelmäßig sehr, sehr gut fotografieren können, immer mit dem Auge, super scharf. Also nach wie vor für Menschen sehr, sehr empfehlenswert, die Kamera. Für Tiere mal so, meistens sehr gut, manchmal nicht und dann nervt's. Was ich mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe, ist die Funktion des Focus Bracketing für Makrofotos oder zum Beispiel auch Landschaftsfotos. Ich benutze es meistens jedoch für Makrofotos, denn die ist ehrlich gesagt sehr klasse. Ich kann mit einem Knopf auf den Drive-Button, da wo die Mülltonne drauf ist, einmal dieses Menü öffnen, dann runter auf Bracketing gehen. Da gehe ich dann auf Focus Bracketing, drücke die Q-Taste, drücke OK auf Auto, lasse den Intervall auf 0
und kann dann einmal den Startpunkt auswählen, wo das erste Foto aufgenommen werden soll. Mit OK wähle ich dann den B-Punkt aus und dann werden alle Bereiche, die zwischen dem A-Punkt liegen und dem B-Punkt liegen, automatisch mit einem Foto festgehalten und die Kamera entscheidet anhand der Blende, die man gewählt hat, selbstständig, wie viele Fotos, in welchen Abständen sie machen muss. Und das hat mir unglaublich viele schöne Pilzfotos dieses Jahr beschert, die sehr, sehr simpel zu stacken waren. Ich habe die dann in Photoshop oder Helicon gestackt. Videos dazu findet ihr auch auf meinem Kanal. Und das hat mir einfach gezeigt, dass die Kamera sich unglaublich gut für Makro von so Still-Life-Szenen eignet. Und ich glaube, die X-T4 und vorige Generation hatten ähnliche Funktionen, die aber nicht ganz so automatisiert waren. Ich glaube, da musste man immer noch angeben, wie viele Fotos und in welchen Abständen, wenn ich das richtig verstehe. Aber hier funktioniert das wirklich sehr, sehr automatisiert und sehr, sehr problemfrei. Was ich dazu noch sagen kann, ich würde den Auslöser auf elektronisch schalten und nicht auf mechanisch, denn die Kamera gerät so ein bisschen ins Schwingen, wenn die so viele Fotos hintereinander macht, beziehungsweise der Sensor. Und dann sind die Fotos alle minimal verschoben um ein paar Pixel und das macht es dem Stacking-Programm am Ende ein bisschen schwerer, korrekt zu stacken. Also würde ich für den Fall immer auf den elektrischen Auslöser schalten. Die Bildqualität ist meiner Meinung nach absolut klasse und durch die Entwicklung von Software sogar noch ein bisschen besser als vor einem Jahr, denn mittlerweile ist DxO Pure RAW 3 rausgekommen und was ich da aus Fotos rausholen kann, die mit ISO 8000 aufgenommen wurden, ist ehrlich gesagt irgendwie unglaublich. Für mich gibt es mittlerweile keinen Grund, noch auf irgendein anderes System zu schielen, wenn es mir rein um die Bildqualität geht. Aber selbst ohne Software-Hilfsmittel wie DxO oder andere Entrauschungstools, muss ich sagen, bin ich mit der Bildqualität sehr zufrieden. Falls ihr die Kamera schon habt oder euch zulegen wollt, kann ich diesen L-Winkel hier von Small Rig wirklich empfehlen. Ich habe mir viele angeschaut und das hier scheint wirklich der zu sein, der die meisten Klappen hier an der Seite noch nutzbar macht, das Display nach wie vor durch diese Lücke hier noch nutzbar macht und man kann die Batterie noch rausholen. Dafür ist extra so eine kleine Klappe, die man ausklappen kann, angebracht und der macht einfach einen sehr, sehr hochwertigen und guten Eindruck. Ich weiß, der ist nicht ganz günstig. Ich habe da auch lange mit mir gehadert, aber am Ende bin ich doch sehr glücklich, den gekauft zu haben. Also, falls ihr Landschaften oder Makro-Still-Life fotografiert und oft am Stativ seid, kann ich so einen wirklich empfehlen. Ich werde euch jetzt noch kurz was zu meiner Buttonbelegung erzählen. Ich habe hier in meinem Q-Menü einfach nur die Tracking-Optionen. Die kann man mit dem Rad dann durchwählen. Das reicht für mich, mehr brauche ich meistens nicht. Den Rest habe ich auf irgendwelchen anderen Knöpfen. Auf die ISO-Taste habe ich Gesichtserkennung ein- ausgelegt. Das hat den Vorteil, dass, wenn man die Gesichtserkennung einstellt, die anderen Tracking-Optionen automatisch ausgestellt werden. Wenn man also das Gefühl hat, das Objekt-Tracking funktioniert nicht so gut, wie man gerade gerne hätte, dann kann man schnell einfach den ISO-Knopf drücken, der direkt neben dem Auslöser ist und kann dann den Single Point benutzen. Den Weißabgleich habe ich so gelassen, wie er ist. Das ist für mich für Video sehr, sehr praktisch. Wenn ihr nicht viel Video macht und die Kamera primär fürs Fotografieren benutzt, kann ich mir aber vorstellen, dass es auch Sinn macht, da was anderes draufzulegen. Denn den Weißabgleich kann man ja, wenn man in RAW fotografiert, eh immer noch später anpassen. Daher braucht man das nicht wirklich beim Fotografieren zu machen. Die Taste unter dem Weißabgleich habe ich mit der Funktion belegt, zwischen Verschlusszeit und Blende an dem vorderen Rad wechseln zu können. Das ist sehr praktisch im Videobereich. Die Autofokus-On-Taste habe ich mit dem Selbstauslöser belegt, denn den braucht man in der Landschaftsfotografie eigentlich immer. Den AEL-Button habe ich mit der Wasserwaage belegt, denn die brauche ich mal und mal nicht. Und dann ist es sehr gut, wenn ich sie ein- und ausschalten kann. Ich habe auf dem D-Pad links nach wie vor die Filmsimulation, da ich die sehr mag. Und auf dem D-Pad nach rechts habe ich den Auslösetypen, denn ich wechsle immer mal wieder zwischen dem elektronischen Auslöser und dem mechanischen. Den elektronischen benutze ich halt meistens, wenn ich Wildlife fotografiere, weil ich da einfach niemanden aufschrecken will. Oder wie gesagt, wenn ich Makros fotografiere, damit der Sensor nicht ins Schwingen gerät. Und dann habe ich noch auf dem D-Pad oben die ISO gelegt. Und auf dem D-Pad nach unten auch die ISO, denn das hat den Vorteil, wenn man das D-Pad schnell hintereinander nach oben drückt, dann geht man direkt in der ISO nach oben. Wenn man auf dem D-Pad schnell hintereinander nach unten drückt, dann geht man auf der ISO nach unten. Und das war mein Workaround, bevor Fujifilm die Firmware gebracht hat, um die ISO auf das hintere oder vordere Rad zu legen. Mittlerweile liegt die bei mir hier auf dem hinteren Rad und
ich habe diesen Workaround drin, weil meine Freundin Vivi das immer noch gerne so benutzt und ich hin und wieder mal auch. Ich habe mich da irgendwie noch nicht ganz entwöhnt von. Das Problem dabei ist einfach, wenn man das benutzt, man hat das Histogramm nicht mehr im Bild. Deswegen mochte ich das eigentlich immer nur als Workaround. Mittlerweile mag ich das aber ganz gerne, weil mein Daumen beim Fotografieren, wenn ich durch den Sucher schaue, defaultmäßig irgendwo da in der Nähe vom D-Pad liegt und nicht oben auf dem Rad. Das ist für mich die natürlichere Position, meinen Daumen zu lassen, wenn ich die Kamera fest im Griff haben will. Und deswegen finde ich das manchmal gar nicht schlecht, das da zu haben. Könnte aber sein, dass ich das in Zukunft ändere. Hier vorne, wo mein Mittelfinger automatisch immer drankommt, auf dem Button, habe ich die Bildvorschau abgelegt, denn ich finde, das ist ein deutlich natürlicherer Klick, als hier diesen Button zu drücken. Da habe ich die Bildvorschau auch immer noch drauf. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich da auch was anderes drauflegen könnte, aber ich finde irgendwie eh immer, dass der nicht so gut zu erreichen ist, weil ich oft irgendwie mit einem langen und schweren Objektiv fotografiere und dann habe ich die Hand da so drunter. Deswegen finde ich das ganz praktisch, da mir meine Fotos schnell angucken zu können. Und auf den C1 bis 5 Tasten habe ich C1 einmal für 30 Frame Video, C2 einmal für 60 Frame Video und C3 einmal für 120 Frame Video. C4 habe ich dann für Wildlife am frühen Morgen. Das ist einmal mit Zeitpriorität und C5 habe ich dann für schnellere Tiere, Vögel im Flug und so weiter. Und das ist einmal mit Zeitpriorität, aber einer sehr kurzen Verschlusszeit. C6 und 7 habe ich bisher noch nicht wirklich belegt, weil ich keinen Grund hatte. Vielleicht lege ich mir da mal irgendwas für Makrofotografie drauf. War bisher noch nicht nötig, weil ich da einfach immer den M-Modus benutze. Das ist generell der Modus, in dem ich mich am häufigsten aufhalte. Aber so komme ich mit der Kamera eigentlich sehr gut zurecht. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr so ein paar Tricks und Kniffe habt, wie ihr eure Buttons belegt habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, denn man kann ja auf jeden Fall immer dazulernen und sich ein bisschen weiterentwickeln. Ja, abschließend, was kann ich wirklich als Fazit sagen? Ich denke, wer Foto und Video macht und schon im Fuji-System ist, für den ist das eine absolut grandiose Kamera. Also ich hätte das vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich die Kamera so, so gerne benutze und vor allem lieber als unsere X-T4. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würden wir die X-T4 verkaufen und eine X-H2 zusätzlich zur X-H2S kaufen. Denn dann hätten wir zwei Kameras, die das komplett gleiche Layout haben. Das wäre für uns sehr praktisch. Geld spielt eine Rolle, also haben wir noch die X-T4. Das wird sich aber sicher irgendwann ändern. Wer grübelt, welche Kamera er kaufen soll und noch gar keine hat, noch gar keinem System irgendwie unterliegt, dem kann ich schlecht eine wirkliche Empfehlung aussprechen, denn das kommt immer ein bisschen auch auf die Person an, die finanzielle Situation der Person. Ich finde nach wie vor, dass Fujifilm ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal den Kameramarkt anschaue, ich bin nicht so im OM-System drin. Ich weiß, da gibt es auch eine mit Stacked-Sensor, die so um die 2.000, 2.500 oder sowas kostet. Das ist sicherlich auch ein sehr guter Deal. Wenn wir jetzt aber mal Richtung Vollformat schauen, die nächste Kamera, die mir einfällt, die das alles kann, was diese Kamera kann, nur mit mehr Auflösung, wäre zum Beispiel eine Z9, die liegt aber irgendwo über 5.000 Euro, eine Alpha 1, die liegt irgendwo über 7.000 Euro und die hier kriegt man mittlerweile neu für so 2,4, wenn ich mich recht erinnere. Klar, die sind dann im Autofokus wahrscheinlich noch ein bisschen zuverlässiger, aber wenn wir uns wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis anschauen und Geld eine Rolle spielt für die Person, die die Kamera hier kaufen würde oder sich für die Kamera interessiert, dann muss ich sagen, hat Fujifilm hier schon echt eine coole Kamera für viele Einsatzbereiche für einen verhältnismäßig fairen Preis angeboten. Und ich persönlich möchte 4K mit 120 Frames Video nicht mehr missen, denn da sind ein paar richtig coole Aufnahmen entstanden und da habe ich mich jedes Mal gefreut, dass ich die Funktion habe. Wenn euch das Review gefallen hat und ihr vielleicht einfach mal ein paar Fotos von der Kamera sehen wollt, dann schaut doch mal in eins meiner letzten Videos und lasst mir gerne einen Kommentar da, ob euch das Review weitergeholfen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!